So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute könnte endlich ein Tag der Edelmetalle sein. In der Nacht sind sie aus ihrer Konsolidierungsbewegung so gut wie ausgebrochen und haben das auch dann jetzt bestätigt. Gestern habe ich ja nochmal explizit hier auf Gold verwiesen. Ich habe hier den Abwärtstrend erstmal so gewählt und einen Stundenschlusskurs bei 1260, dass das hier das Signal wäre. In der Nacht die 4, 1, 2, 3, 4 Kerzen lagen leicht über diesem Level. Wenn man jetzt hier wirklich die Hochs hier miteinander verbindet, dann folgt jetzt hier höchstwahrscheinlich auch mit dieser Kerze, ja, mit der 9 Uhr Kerze, hier endlich der Ausbruch. Und dann sollte es richtig schön dynamisch nach oben gehen. Die unteren Muster gefallen mir zwar nicht so, aber jetzt ist hier der Ausbruch ist jetzt erstmal hier gesetzt. Im Wochenchart sieht es erstmal dann so aus, dass hier halt das Tief gestern wurde hier das Wochentief definitiv gar nicht angelaufen, aber das Hoch von letzter Woche liegt bei 1265. Also das müsste jetzt hier auch aus dem Markt genommen werden. Dann wäre hier ein Anlaufen an den EMA 38 und im Idealfall in dieser Woche sogar noch bei rund 1290 möglich. Hier habe ich erstmal ein Kursziel von rund 1280 gewählt. Tageschart liegt bei rund 1270, der EMA 200. Der könnte eben hier ein bisschen blocken schon. 4-Stunden-Chart ist jetzt hier dann der Ausbruch aus dem EMA 38 dann geglückt. Und wie gesagt, dann über die anderen Hochs erst einmal ausgebrochen. Besser läuft Silber jetzt in der Nacht. Konnte schon über 1,2% zulegen und trifft jetzt hier im Stundenchart auf den EMA 200. Läuft hier auf. Gestern habe ich die Trendlinie angedeutet, jetzt eben auch eingezeichnet. Hier lief dann mehr oder weniger der Ausbruch nahezu perfekt. Eine Stundenkerze, die über dem Abwärtstrend lag, war dann hier das Signal. Und im Anschluss ging es hier schon eben schön nach oben. Deswegen Gold hätte auch schon kräftiger steigen können. Silber, ja, könnte hier der Anstieg eben auch schon wieder um 9 Uhr dann zu Ende sein. Das war ja des Öfteren, dass am Vormittag hier zum Beispiel eben auch die 9 Uhr Kerze hoch war und dann startete wieder ein Abverkauf. Also muss man hier vielleicht ein bisschen, ja, nicht direkt euphorisch sein, sondern eher auf die Bremse drücken und ein Rücklauf könnte hier eben einsetzen. Sonst auch hier ist dann im Tageschart der EMA 200 eben schon erreicht bei Silber. Kommen wir dann zum DAX und zu den Währungspaaren. Hier ist erstmal US-Dollar, kanadischer Dollar. Läuft hier dann komplett in die richtige Richtung. Wieder das Verkaufssignal hier aktiviert. Gestern noch im Rücklauf gesagt, hier Einstieg vielleicht suchen und dann dürfte hier ja womöglich ein Kursziel, was hier unten resultiert, vielleicht schon hier ein Tief erreicht sein und dann dürfte es wieder leicht Erholungsbewegung geben, bevor vielleicht die nächste Welle nach unten ansetzt. Aber definitiv im Gewinn. Ausbruchsszenario liegt bei australischen Dollar, kanadischen Dollar vielleicht vor. Hier ist ein Tagesschluss oder ein 4-Stunden-Schlusskurs über dieser Marke nötig, um hier eine Aufwärtsbewegung oder eine weitere Aufwärtsbewegung zu erzielen. Mal noch abwarten, hier der Trendbruch könnte hier auch stattfinden unter der Marke. Muss man eben schauen, was dann
sich in den unteren Zeitebenen noch abspielt. Also bislang ist der Bruch definitiv noch nicht geglückt. Zum Öl gibt es eigentlich im Moment nichts zu sagen. Das ist die Ziel, die Kaufzonen, nachdem hier hätte es noch mal ein Hoch geben sollen und dann einen Rücklauf. Das Hoch kam ja noch nicht und auch der Rücklauf ist noch nicht ganz in diesem Bereich eben eingetreten. Und wie gesagt, besser wäre es eh gewesen, es wäre ein Hoch gefolgt und dann der Rücklauf. Aber auch so konsolidiert jetzt hier Rohöl relativ auf hohem Niveau. Ja, eigentlich kann er so gut wie immer würde die 50 US-Dollar-Marke verteidigt. Muss man sehen, trotzdem, wie gestern erwähnt, sind die noch aktiv. Und dann kommen wir zum DAX. Gestern hat er hier zweimal diese Zonen schon, die erwähnten Unterstützung erreicht, den Rücklauf eingeleitet hier mit dem Gap Close. Dann auch gestern schon von dieser Ebene aus. Und dann in der Spätvorstellung wurde das Level ja erneut verteidigt. Und dann wurde auch hier sozusagen auch das sogar komplett abgearbeitet. Zweimal im Prinzip. Oder jetzt halt komplett. Was jetzt möglich ist, ja, durch den Gap Close, nicht Gap Close, das ist Abgap. Aber das wäre jetzt eher negativ, also nicht bullish, dass er hier zurückfällt und jetzt das untere Gap schließt. Vielleicht nur ein Rücklauf bis 10.530. Ich nehme hier mal den neu möglich hier runter nochmal, also eher das gestrige Level anlaufen. Das definitiv sollte der DAX heute für einen bullischen Ausbruch nach oben nicht mehr anlaufen. Also das war jetzt hier gestern aktuell. Jetzt wäre hier ein Rücklauf denkbar. Dann vielleicht ein kompletter Gap Close, der dann bei 10.588, also von der Wochenkerze oder von Wochenauftakt erreicht wird. Und hier darf es dann aber auch noch deutlich drüber gehen. Und wenn man diese Konsolidierung jetzt hier, also wenn hier noch ein Hoch fehlen würde, dann darf man hier auch Long einsteigen, aber eher eben früher noch einen Einstieg suchen, denn hier ist dann das Chance-Risiko-Verhältnis relativ gering, denn erstmal wird hier auch eher nur mit rund 10.700 Punkten dann gerechnet. Amerikanischer Markt, sage ich mal Nasdaq, hat er hier letzte Woche ideal dieses Level verteidigt, den Rücklauf auch eingeleitet, hier eben noch nicht wie zunächst erwartet. Direkt der Anstieg auf neue Hochs, das wurde ja auch eher revidiert. Und jetzt muss man hier aber schauen, dass das jetzt nicht unbedingt das bullischste Muster ist. Deshalb wird jetzt hier erstmal kein weiteres, bullisches Szenario erstmal eingezeichnet. Also wichtig noch vielleicht noch mal kurz Rücklauf, wenn der hier stattfindet, mit einem Stopp auf das gestrige Tief wäre sicherlich ein erfolgreiches oder mögliches Szenario. Danke fürs Zuhören, dann bis später.